Herzlich willkommen in unserem KRONE TV Sportstudio, wo ich mir heute so gar keine Sorgen mache, dass wir die Sendezeit nicht gefüllt bekommen. Ich mache mir eher die gegenteilige Sorge, dass wir sie sprengen. Denn mein heutiger Gast ist ein Plauderwastel, so darf man die ruhig nennen, Markus Nader, oder? Servus. Ja, hallo, servus, danke für die Einladung. Da haben wir ja was gemeinsam. Ja, wahrscheinlich. Ich fühle schon die Rüge aus der Regie, wenn man ein bisschen über die Stränge schlagen, verbaler Natur. Also, fühl dich ganz offiziell herzlich willkommen. Wir reden welch über die Überraschung über die nächste Bounce Fight Night, die da am 1. April steigt und die diesen jungen Mann als Titelkämpfer wieder präsentieren wird, Gott sei Dank, wollen wir sagen, weil die Zeit der Schmähkämpfe ist jetzt der Blödsinn, das würde ich mir nie zu sagen dran, aber der Aufbaukämpfe ist de facto vorbei, Markus, es wird wieder ernst. Jetzt wird es wieder ernst, ein Jahr nach meiner K.O.-Niederlage stehe ich wieder im Ring und kämpfe meinen Titel. Ja, ich freue mich drauf. Wir haben jetzt da zwei Aufbaukämpfe eben nach dem K.O. gehabt, wo ich relativ sicher im Ring stand und ja, klare Siege heimfuhr. Jetzt da eben gegen Alexander Pavlov, den ich schon geboxt habe. Der IBF hat den vakanten International-Titel ausgeschrieben, beziehungsweise hat zwei Gegner dafür ausgesucht, mich und unter anderem Herrn Pavlov. Und wir haben gleich beide zugesagt, dass wir um den Titel kämpfen. Und jetzt folgt natürlich sofort der obligate Programmhinweis, in welcher Kamera auch immer ich den sagen darf. Da sind Sie offensichtlich. 1. April live auf KRONE TV und KRONE.at. Die Bounce Fight Night in voller Länge mit Markus Nader als Titelkämpfer und zwei andere Titelkämpfe gibt es auch noch. Die werden wir dann später im Laufe des Gesprächs auch noch thematisieren. Übrigens muss ich dir noch danken für deine Flexibilität. Das heißt auch einmal gesagt, dieses Interview ist relativ spontan zustande gekommen. De facto habe ich dich in dem Fall gestern angerufen, ob es vielleicht in den 18 Stunden da sitzen kannst. Du hast Zeit gehabt. Man könnte jetzt daraus schließen, du hast wenig zu tun in deinem Leben. Ja, ich bin so ein Lückenfüller. Nein, so quasi. Nein. Das höre ich schon jetzt ein bisschen raus. Nein, das wollte man überhaupt nicht. Wie man es macht, macht man es falsch. Ich wollte dich ob deiner Flexibilität und deiner Hingabe für KRONE TV rühmen. Nein, du bist unser persönlicher Headliner. Ja, super, danke, ich freue mich. Aber, das ist natürlich schon ein Trugschluss. Also die Schlussfolgerung, dass dir fad ist in deinem Leben, ist die falsche, oder? Gerade jetzt. Ja, es ist ziemlich falsch. Wir haben einiges zu tun mit unserem Bounce, mit der Bounce Fight Night, mit dem eigenen Training, was es sehr, sehr viel Zeit kostet. Und so nebenbei habe ich ja eine kleine Familie mit zwei Kindern auch, die auch bespaßt werden muss. Insofern ist es geht's recht flott zu bei mir. Danke für die Steilvorlage, die ich gerne aufnehme und dir auch hier quorum publico sehr herzlich gratuliere zum zweiten Nachwuchs. Es ist, erste war ein Mädchen, zweite Bub, richtig? Richtig, richtig. Du wirkst einigermaßen ausgeschlafen. Ja, trügt. Heute war die Nacht etwas ruhiger, aber seit eineinhalb Monaten so circa ist der Maxim jetzt alt. Ist die Tiefschlafphase eher seltener. Aber wie gesagt, wir haben gewusst, auf was man sich einlassen, meine Frau und ich. Und es ist ja wunderschön trotzdem, wenn man so einen kleinen Hosenkacker jeden Tag in der Hand haben darf. Genau, der spendiert ja im Gegenzug massig Glückshormone. Genau, richtig. Wie geht es der Frau, die ja auch jetzt inzwischen fast schon Stammgast unserer Live-Berichterstattung bei der Bounce Fight Night ist? Das sind immer sehr charmante Interviews, die sie da gibt. Ja. Dürfen wir uns Hoffnungen machen, dass sie trotzdem zu Gast sein wird? Oder wird es schwierig? Es wird schwierig sein, aber wir basteln schon an einer Lösung, dass sie dabei ist. Ich glaube, ihr bastelt schon wieder. Nein, sowas nicht gemeint. Naja, auch. Wir basteln auch schon wieder. Aber wie gesagt, das ist... geht jetzt zu weit. So genau wollen wir es wissen. Nein. Aber wir basteln eine Lösung, dass sie auch dabei ist. Wie gesagt, das Gute ist, dass wir in einem Hotel veranstalten. Somit sind die Wege nicht so weit. Dadurch, ja, dass er sehr, sehr oft bei der Mama pickt. Ihr wisst schon, auf der Brust wird das Ganze natürlich sehr, sehr, sehr interessant werden, wie wir das schaffen. Aber ja, wir sind am Basteln. Ja. Deinen Freund und Bekannten David Alaba hast du offenbar auch inspiriert. Der hat gleich nachgelegt auf deine Meldung. Ja, sicher. Ich habe einen Post gemacht und gesagt, wir sind schwanger und er hat dann gleich Gas gegeben. Bist du in Kontakt mit ihm? Wie stehen die Chancen, dass er vielleicht vorbeischaut einmal bei der Naja, sehr, sehr schlecht. Ich glaube, jetzt ist es nicht um Sek. Damals in München war es ein paar Autostunden entfernt. Jetzt von Madrid dauert es natürlich länger. Also, nein.
Alles klar. Klare Ansage. Und damit konzentrieren wir uns jetzt aufs Sportliche, so muss es richtig heißen, genau. Und auf den Umstand, dass du einen Titelkampf in der Kategorie IBF International Middleweight Champion kämpfst. Habe ich dich richtig ausgesprochen? Und was heißt das konkret? Richtig. Ja, ist Titel, ein kleiner Titel, das einer der größten Boxverbände der Welt. Es gibt die IBF, die WBO, WBC und WBA. IBF ist einer der vier großen Weltverbände. Wenn ich diesen Titel wieder innehabe, komme ich unter die Top 15 der Welt, was natürlich eine gute Sache ist. Wobei, das ist jetzt einmal nebensächlich. Ich war schon Platz 5 der Welt und habe geträumt von einem WM-Titel. Das ist sag mal, so weit weg wie Wien von China. Derweil, jetzt will ich einmal den Kampf gewinnen und dann schauen wir weiter. Welche Lehren hast du denn aus den zitierten Aufbaukämpfen ziehen können? Das waren ja, sofern ich das beurteilen kann und darf, doch relativ einseitige Angelegenheiten. Ja, stimmt, aber es war wichtig für mich, dass ich Ringerfahrung schnuppere, gleich nach dem K.O. Ich meine, ich bin nach meinem K.O. gleich 4 Monate später, glaube ich, Kopfrechner war nicht stark, 4 Monate oder 5 Monate später im Boxring gestanden, weil ich gesagt habe, das ist wie Motorradfahren. Ich habe einmal einen Motorradunfall gehabt, bin Motorradfahrer auch, einen Motorradführerschein, einen Motorradunfall gehabt, bin 4 Wochen später erst draufgestiegen aufs Motorrad und war dann schon ein bisschen auf Eiern gefahren. Und das wollte ich vermeiden, deswegen habe ich gesagt, du, ich will gleich boxen, so schnell wie möglich bin ich ins Training eingestiegen und habe dann eben diese Aufbaukämpfe gemacht, die mir gut getan haben. Ob es mir gut getan hat und ob alles passt, ob ich dasselbe bin, werden wir spätestens am 1. April auf Krone TV sehen. Ganz genau, danke für den werbewirksamen Hinweis. Und Sie werden, wie gesagt, auf Krone TV den Kampf von Markus Nader gegen, du hast es eh schon erwähnt, Alexander Pavlov begutachten können, den du 2021, dir brauche ich es ja nicht erklären, ich erkläre es Ihnen, ich nehme an, du weißt das noch, wenn er 2021 schon geschlagen hat. Trotzdem die Frage, eine wie größere Nummer ist er verglichen mit deinen Aufbaukampfgegnern? Naja, 3 Nummern größer, das ist ganz klar. Es wird auch nicht einfach werden. Ich habe einstimmig nach Punkten gewonnen, war trotzdem ein Gegner, der mir Parole geboten hat. Zum einen, zum zweiten, weiß er jetzt, kennt er meine Stärken, weiß, wie ich kämpfe, kommt vom Ausland in mein Wohnzimmer und wird wahrscheinlich druckfrei in den Ring steigen. Es wird sicher schwer werden und ich traue mir zu behaupten, dass es schwieriger sein wird für mich als wie beim ersten Aufeinandertreffen. Wie ausgeklügelt ist das Phänomen Videostudium oder auch Datenanalyse bei euch im Boxsport? Anders gefragt, kannst du den Gegner überraschen oder kann er dich überraschen oder wisst ihr alles voneinander? Ja, das haben wir schon einmal bei meinen Kämpfen gesehen, dass man sehr leicht überrascht werden kann. Das ist immer möglich. Videoanalyse gehört zum Boxen wie die Faust aufs Auge. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Trainingsprozesses, dass wir sich zusammensetzen, mein Bruder und ich großenteils, aber auch mit den anderen Sportlern und sich die Gegner immer anschauen und seinen Senf dazu gibt, wie man den Gegner vielleicht schlagen kann, dass man die richtige Taktik ausarbeiten kann. Und ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges im Boxsport. Wie tief in Stein gemeißelt ist eigentlich, dass es jetzt in deiner Karriere nur noch Siege geben darf, weil es ansonsten war mit deiner Profikarriere? Das ist kein Geheimnis. Die Frage ist dann auch, ob ich die Motivation dann noch hätte, weiterzumachen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt 33 Jahre alt geworden, vor ein paar Tagen, 2 Tagen, 3 Tagen. Das Nächste, was ich vergessen habe, zu gratulieren. Also bitte auch das noch. SMS habe ich auch keine bekommen. Wurscht. Das zweite Fettnäpfchen. 9 Minuten und 2 Fettnäpfchen. Das ist eigentlich ein guter Schnitt. Da wird man behandelt. Mal schauen, was das Interview sonst noch so bringt. Aber du bist mental eh stabil. Du hörst das aus. Naja, das glaubst du, wenn ich dann draußen reihen hörst. Also ich würde nicht irgendwie dann Anteile einer möglichen Niederlage auf mich nehmen müssen. Nein, so weit sind wir nicht, oder? Ja, das werden wir nur sehen. Auch egal. Die Krone hält gerne als Sündenbock her. Nein, aber wie gesagt, das ist jetzt dann nicht in meinem Wortschatz, nicht in meinem Kopf drin. Aber wie gesagt, ich bin 33 Jahre alt und ja, da hat man gesehen, das hat jetzt wieder ein Jahr gedauert bis zu einem Titelkampf.
ich will jetzt da gar nicht viel darüber reden, aber die Chancen stehen natürlich dann nicht gut, dass dann noch viel kommt. Ist das, ich weiß, es ist jetzt taktisch total unklug, da jetzt noch einmal aufzuspringen auf diesen Zug, aber ist das in der Trainingssteuerung irgendwie drinnen? Erstens, dass es der Titelkampf ist und zweitens, um Gottes Willen und Gott bewahre, aber vielleicht der letzte? Nein, eigentlich gar nicht, weil ich versuche, mir so viel Druck wie möglich rauszunehmen und das Ganze trotzdem zu genießen. Es geht nicht immer nur im Leben um Sieg oder Niederlage, um Weltmeister, Olympiasieger. Das ist alles, sagen wir mal, sekundär. Sicher ist es das Ziel, dass man auch seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass man der Größte aller Zeiten wird, aber wir schaffen so viel, wir sind Vorbilder und ich zähle nicht mich alleine jetzt dazu, sondern viele andere Boxer, die andere Menschen, Kinder vor allem, mit Kleinigkeiten so sehr berühren und bewegen können, inspirieren können, dass das viel, viel größer ist. Und das weiß ich, dass ich eine Inspiration bin für viele Jugendliche und Kinder. Und das ist eigentlich, um was es geht und um was es zählt. Leute zum Sport zu motivieren, weg von der Straße zu bringen und sie ein bisschen zu führen. Wenn einer kommt zu uns ins Studio und mit 20, 30, 40 Jahren nicht grüßen kann, naja, dem, was willst du denn lernen? Aber wenn ein Jugendlicher kommt, verschlossen und nicht grüßen kann, nicht Hallo sagen kann auf Wiedersehen, den kann man sagen, den kann man da führen. Und das Schöne ist, wenn man dann mit der Zeit merkt, wie die das aufnehmen, wie die sich als Menschen entwickeln, das ist das Schönste. Und ich glaube, um das geht es, um das ist das Hauptsächliche. Nur als Vorabwarnung, ich muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen öfter auf meine Karte schauen, dass du es weißt, mir ist bei der Hälfte der Fragen der Kugelschreiber ausgegangen. Und dann habe ich nochmal so einen silberschreibenden Stift gehabt und das spiegelt sich jetzt so komisch. Also bitte das jetzt nur, dass ich nicht das nächste Fettnäpfchen tappe, nicht als Unhöflichkeit werten, wenn ich jetzt ein bisschen weniger oft zu dir schaue, sondern ein bisschen gern da hinein. Wir waren beim Thema, was man mit Boxsport so alles erreichen kann oder welchen gesellschaftlichen Benefit der womöglich auch leisten kann. Du machst keinen Hehl draus, deswegen darf ich dich auch darauf anreden, dass du dich vielleicht im Herbst oder im Winter deiner Karriere befindest. Und dann, lieber Markus, wie ist es um Nachfolger und um den Nachwuchs in Österreich bestellt? Ja, man sieht es bei unseren Veranstaltungen, aber auch bei anderen Boxveranstaltungen, die ja auch im Fernsehen zu sehen sind in Österreich. Wir haben sehr, sehr viele junge Sportler, gute Sportler, die talentiert sind und es auf jeden Fall schaffen können. Wir, ich kann jetzt von uns reden, versuchen natürlich unsere Leute bestmöglich darauf vorzubereiten, sie dorthin zu führen und schauen, dass die auch irgendwann einmal davon leben können. Es ist halt schwer, jeder weiß, wie das so im Sport Österreich ist, dass man von seiner Sportart leben kann, müsstest du eigentlich Fußballer oder Skifahrer sein. Wir sind dabei, dass wir das irgendwie oder schaffen. Dancing-Star zumindest. Ja, gut. Auch nicht? Ah, nein, also bei mir nicht. Schlecht verhandelt. Interessant, weil uns hat es schon über den Tisch gezogen, um die Rechte gegangen ist. Wurscht, ja. Anderes Thema. Ja, es ist halt schwierig, aber wir versuchen da eine Plattform zu bieten. Und man muss ganz ehrlich sagen, generell in ganz Österreich, viele Vereine, viele Veranstalter machen eine sehr, sehr gute Arbeit. Und der Boxsport erlebt, man braucht sich nur die ganzen Kampfsportvereine anschauen in Österreich. Ob sie es ein Gym 23, ein Heroes Gym, wir, das Bounds, egal wie sie alle heißen, die haben alle etliche Mitglieder, begeistern viele Menschen, aber vor allem auch, was mir halt sehr, sehr gefällt, junge Menschen. Bei uns ist Disziplin, Höflichkeit wird ganz groß geschrieben und ich glaube, dass das eine gute Schule ist für die Jugendlichen. Junge Menschen bekommen eine Plattform und auch Frauen. Frauenboxen ist auch ein Steckenpferd des Bounce Club. Das manifestiert sich unter anderem im Umstand, dass es, ich habe es eingangs schon erwähnt, nicht nur Markus Nader als Titelkämpfer zu bewundern geben wird am 1. April, sondern auch zwei Frauen mit Michaela Kotaskova und Nicole Wesner. Ganz spannend. Ja. Wie das? Ja, das ist ja kein Geheimnis. Das weiß jeder, dass wir den Frauensport sehr, sehr unterstützen. Bei uns im Bounce sind ein Drittel Frauen, was ja eigentlich sehr, sehr viel ist für den Boxsport. Und Nicole Wesner braucht man nicht viel sagen. Weltmeisterin, war die in ihrem Gewicht, will ihren Titel wieder verteidigen.
Michaela Kotaskova will ihren International-Titel oder Interkontinental-Titel, um den sie kämpft, jetzt endlich gewinnen gegen die Wüstengazelle. War ein spannender Kampf und man hat auch bei der letzten Veranstaltung mitbekommen, was das eigentlich, wie das den Leuten gefallen hat. Vom Fernseher, aber auch in der Halle selber, wie die beiden gegeneinander gekämpft haben. Mhm. Kleiner Exkurs, bevor wir dann zum Abschluss noch einmal zur Bounce Fight Night und auch vielleicht auf deine familiäre Situation kurz zu sprechen kommen. Sie werden den jungen Mann nämlich nicht nur am 1. April im Rahmen der Bounce Fight Night boxen sehen auf Krone TV, sondern davor am 11. März auch schon im boxaffinen Rahmen, aber nicht aktiv, sondern, also schon aktiv, aber nicht boxend aktiv, sondern redenderweise aktiv. Du wirst bei unserer Live-Übertragung am 11. März de facto als Co-Kommentator fungieren, neben Martin Gradl. Was darf man sich erstens von dem Event erwarten und zweitens von deinen Analysen und Expertisen? Ja, wir haben ein Event für unsere drei Sportler, für die Michaela, für den Sion Salami und für den Mobin noch gefunden, wo sie Kämpfe machen können. Jetzt ist es wichtig, vor allem in der Anfangsphase, viele Kämpfe zu machen. Und da haben wir die Möglichkeit, dass sie in der Schweiz kämpfen. Glücklicherweise überträgt ihr ja und können wir den Leuten vor den Bildschirmen sicher eine gute Veranstaltung bieten, weil es sind auch andere gute Kämpfer dabei. Für österreichischer Sicht oder aus österreichischer Sicht natürlich die drei Kämpfer erwähnenswert. Und es ist nicht unmöglich, dass unsere Regie dann vor einem ähnlichen Thema steht wie jetzt, weil die Uhr sagt mir, dass wir schon ziemlich vorangeschritten sind in unserer Sendung. Ich weiß nicht, woher das immer kommt. Das ist, die ist auf doppelte Geschwindigkeit gestellt. Lieber Markus, wir haben im Smalltalk überlegt, ich habe dich gefragt, ob wir das zum Thema machen dürfen oder sollen. Ich habe auch mit deinem Bruder darüber geredet, ob wir das machen sollen oder nicht. Zum Verständnis sei erklärt, das allerletzte, was wir wollen und was ich will, ist, irgendwie Kapital aus der Situation deines Bruders schlagen zu wollen. Also ich hoffe, du verstehst es richtig und ich hoffe, auch Sie verstehen das richtig. Aber womöglich haben Sie es mitbekommen, Daniel Nader, der Bruder und Trainer und Manager und ich glaube Lebensmensch, glaube ich, darf man ruhig sagen, von Markus und auch die graue Eminenz oder das Mastermind der Bounce Fight Night hat seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Magst du dazu was sagen? Soll man es thematisieren? Ja, wir haben uns eh darauf geeinigt, dass wir es thematisieren. Aber wie gesagt, nur deswegen, weil ich unter Anführungszeichen anbiete, dass ihr damit umgeht, wie ihr umgehen wollt. Ich will da jetzt gar nicht viel darüber sagen. Was ich sagen kann, ist, mein Bruder ist eine starke Persönlichkeit. Der nimmt das, wie es ist, wird das Bestmöglichste machen, um den Gegner in der roten Ecke Parkinson zu bezwingen. Was ich auf jeden Fall sagen will und festhalten will, was auch im Interesse meines Bruders ist, was die Leute wissen, mein Bruder ist kein Typ, der Mitleid will oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich glaube, wir sind vor allem in unserer kleinen Community für viele Vorbilder, auch mein Bruder. Und er wird sicher auch den Leuten, die diese Krankheit haben, Mut machen und sicher ein Vorbild sein für Leute, die das haben. Weil ich weiß, wir wissen die Diagnose erst seit einer Woche, aber ich weiß, dass mein Bruder ein Kämpfer ist und ich weiß, dass er Parkinson bezwingen wird. Absolut. Und er wird vor allem bei der Fight Night wie gehabt in Amt und Würden sein und genau, alles schupfen und dich hoffentlich zum Weltmeistertitel pushen, oder? Jetzt ist einmal der International-Titel. Man kann sich ein Ziel nie zu hoch setzen, aber jetzt ist einmal das nächste unmittelbare Ziel und dann können wir weiter träumen vielleicht. Kannst du womöglich, weil wir ja dann doch immer ein bisschen promigeil auch sein als Journalisten, ein, zwei Namen schon so reinschmeißen in den öffentlichen Diskurs, was Besucherinnen und Besucher bei der Fight Night angeht, damit ich mir dann schon eine potenzielle Interview-Gäste-Liste zusammenschreiben kann? Naja, was habe ich fix? Silvia Schneider, auch als Superboxerin, ist dabei. Daniel Serafin hat zugesagt. Mhm. Kann man das Interview singen vielleicht? Ja, Vollgas. Meine Hymne kann er vielleicht singen. Hallo? Das machen wir noch. Daniel, bitte, wenn möglich. Bitte, ja. Das ist dein Job. Unbedingt. Vom Sport, ich bin im Gespräch, aber da war ich auch im Gespräch mit Alexander Grünwald. Ja. Schauen aber der mal, hat gesagt, Alex, du bietest mehr, deswegen würde ich nicht an unserem Tisch. Ja, wenn ein, Alex, wo ist die Kamera? Alex, wenn's nicht bei einer sitzen willst, kommst du einfach zu uns. Auf meinen Tisch, auf dem Familientisch ist besser. Und du setzt ihn zum Ogerl. Kommt der Ogerl?
Ogis kommt leider nicht diesmal, weil der schon bei einer Feier zugesagt hat, die schon seit langem. Na, wie auch immer. Aber es wird jedenfalls spannend und es wird das eine oder andere unterhaltsame Live-Interview geben. Wir drücken jetzt schon die Daumen, Markus Nader. Dankeschön. Und du riechst es bitte dem Daniel liebe Grüße aus, dem wir hiermit auch noch einmal einen Schwung positive Energie schicken. 1. April, die Bounce Fight Night live auf Krone TV und Krone.at. Dir alles Gute, Ihnen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.